von 8 Uhr morgens bis 14 Uhr nachmittags sind durchgehend 4 Personen. Im Dienst von 14 Uhr bis 20 Uhr sind es 3. Insgesamt sind, 10 Personen, sind es 10 Personen, die diesen Dienst entsprechend abdecken. Und derzeit sind es 773 Personen, die täglich anrufen über das Bürgertelefon. Der Spitzenwert betrug 1005 Anrufer. Es ist auch durchaus möglich und kommt auch vor, dass in den Stoßzeiten nicht alle Anrufe genommen werden können. Die werden allerdings oder können dann nicht zurückgerufen werden, sondern müssen eben auch ein zweites Mal dann anrufen. Ich stelle mir die Frage, warum nach vielen, vielen Monaten auch von der öffentlichen Seite her immer wieder Dinge auch passieren, die auch nicht in Ordnung sind. Es ist nicht nur die Bevölkerung schuld, wenn die Zahlen nach oben gehen, sondern man sieht halt, dass dort auch, dass die einfach überfordert sind. Und warum stockt man diese Telefonisten dann nicht wirklich auf? Ich meine, 10 Leute, wenn 773 Telefonanrufe täglich eingehen, das können 10 Leute nicht stemmen. Das ist eigentlich klar. Deswegen, ich würde schon appellieren nach all diesen Monaten, dass man gerade auch an diese Stellen, wo sich die Menschen natürlich hinwenden, dass man dort genügend Personal im Einsatz hat und dass man sie auch so ausbildet oder informiert, dass wirklich einheitliche Informationen erteilt und gegeben werden und nicht, dass wenn ich den an der Leitung habe, bekomme ich diese Auskunft und 3 Stunden später eine völlig andere. Das kann es nicht sein.